Aber wir haben eh erstmal noch die Prüfung vor uns. Willkommen in der Arena von Azarila. Ja, das können wir auch. Ups, deine Aufgabe wird es sein, dich im Gymnastik zu beweisen. Was? Wenn du die von Tulia selbst erfundene Gefühlsgymnastik komplett absolviert, bestehst du die Prüfung. Um die genauen Regeln zu hören, wende dich auf den Trainingsgelände an die Dame im schwarzen Trainingsanzug. Wenn du die Arena verlässt, findest du das Trainingsgelände links. Viel Erfolg! Ja, klar, natürlich. Was für komische Dinger das immer sind. Ach, da. Tach, Neuzugang. Hier kannst du dich an der Gefühlsgymnastik versuchen. Du fragst dich jetzt bestimmt, wieso deine Lehrerin für Kampfkunst hier in der Arena arbeitet. Was? Nun, Arenaleiterin Tulia und ich sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Vor einiger Zeit trugen wir einen Pokémon-Kampf aus, mit dem wir eine spezielle Regel ausgemacht hatten. Die Verliererin musste tun, was die Gewinnerin sagt. Nun ja, du kannst dir denken, wie der Kampf ausgegangen ist. Aber das hier ist immerhin eine gute Gelegenheit, um sich fit zu halten. Also helfe ich aus, wenn ich nicht unterrichte. Die Regeln der Gymnastikprüfung sind simpel. Ich führe bestimmte Übungen vor und du musst sie mir einfach nachmachen. So, bist du bereit für die Arena-Prüfung? Ja. Sehr schön, dann legen wir mal los. Lass deine Gefühle freien Lauf. Arena-Prüfung, stell dich der Gefühlsgymnastik. Nee. Ach so. Wow. Okay. Was für komische. Das ist so merkwürdig. Ich muss erst mal gucken, wo das ist. Merkwürdig. Die Musik dazu. Ja. Das war ja voll einfach. Das war großartig. Die perfekte Ausdruckskraft hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war genau des Aufwärmens. Das war genug des Aufwärmens. Jetzt wollen wir die Muskel mit einem Pokémon-Kampf mal so richtig beanspruchen. Immer schön in Bewegung bleiben. Das ist nicht nur ein Kampf, das ist auch Sport. Natürlich müssen wir auch kämpfen. Das ist so eine komische Gymnastikübung und dann kämpfen. Okay. Wow. Stehen ja mitten im Weg rum. Warum? Das war nicht, ist nicht so schlau durchdacht, oder? Jojo. Und tschüss. Kilia. Könnt ihr auch eigentlich tauschen, ne? Aber nö. Okay.
Das war's. Wie schön. Eure Bewegungskünste rühren einen mir zu Tränen. Sehr gut. Deine Pokémon und deine Muskeln tut es gut, so einen Schwung zu bekommen. Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen, oder? Halt durch, die zweite Hälfte beginnt. Was? Immer noch? Also das war's schon. Geht jetzt ein bisschen schneller, oder? Das ist so merkwürdig, ey. Junge, Junge. Das steht immer gut gemacht. So bescheuert, ey. Ach, man kann noch mehrmals machen. Das war falsch. Man kann auch mehrmals drücken, okay? Ich spamme jetzt einfach mal gucken. Okay. Ich höre jetzt auf. Was sind das für komische Sounds eigentlich immer? Ich will nicht mehr. Und dann noch ein Kampf. Na, wahrscheinlich noch einmal, ne? Komm ich ja jetzt schon. Wirklich perfekt. Ich hatte schon fast vergessen, wer hier wen unterrichtet. Versuch den Muskelkater zu überwinden und im Pokémon-Kampf an deinen Grenzen zu gehen. Ich möchte stärker werden und Muskeln aufholen. Hast du Tipps für mich? Nö. Hab ich nicht. Herbert! Jo. Okay. Schön, wenn dein Pokémon nicht hört. Egal, passt schon. Meditalis. Nee, nee, nee. Ja, wir wissen, dass du nicht gerne hörst. Wir wissen's. Aber ein zweites Mal hörst du lieber. Rotturmkick ist auch so eine miese Attacke. Wendet sich ab. Und tschüss. Nur weil du nicht hörst. Selber schuld. Hab ich doch nicht gesagt. Nee, komm. Wenn ich hier schon so stecke, habe. Ich will ihn trotzdem wiederbeleben. Zack. Okay. Ja, er ist halt viel zu langsam. Und ungehorsam. Okay. Was den Wert seines Angriffs mit der Verteidigung. Ja, guck mal so. Jo, das war's. Nee, 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 nee.
Sehr wohl. Was ist das denn? Was für der? Oh, Schwert und Schild, habe ich voll vergessen. Spitzer Angriff steigt. Und Verteidigung. Okay. Dass er jetzt gleich angegriffen hat, auch Wunder. So, dann haben wir das. Gegen das Wachstum von Kindern kommen meine Muskeln nicht an. Okay. Und nochmal. Gut gemacht. Damit bist du am Ende der Gefühlsgymnastik angekommen. Oh, zum Glück. Du hast Zweifelsonne bestanden. Glückwunsch. Die Arena-Prüfung gilt aber erst als beendet, wenn du dein Ergebnis beim Empfang vorlegst. Jogg also am besten gleich rüber. Arena-Prüfung bestanden. Stell dich der Gefühlsgymnastik. Okay. Ich will gar nicht rüber. Ich muss hier erstmal reingehen. Hier erstmal rein und dann gehe ich da rein. Ja, ja. Dann machen wir mal das. Ne. So. Ich habe da auch was gesehen gerade noch. Hol ich mir das einmal. Was haben wir denn hier? Fähigkeitstausch. Anwender tauscht seine Fähigkeit mit den Seals. Das war so die andere Attacke, die eingesetzt wurde auch. Okay. Na dann. So. So. Dann wollen wir mal. Okay. Ja. 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 Make-up-Wunder. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Zwischendurch drücke ich einfach nur weg. Kann man auch mal. Verstehe. Okay, dann werde ich alles in Gang setzen. Der Slogan sollte kurz und knackig sein. Etwa einfach ist wie natürlich schön. Oh, und denke bitte daran, die neue Lidschattenfarbe zu bestellen. Sorry. Danke, ich muss jetzt auflegen. Wir hören uns später. Wow, ist sie hässlich. Sorry. Hallo, sei gegrüßt. Ich bin Arena-Leiter Tullia. In erster Linie arbeite ich aber als Make-up-Artist. Amora hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Sie meinte, dass du eine grandiose Figur abgegeben hättest. Ich muss schon sagen, du bist eine ziemlich niedliche Herausforderung, Centus. Meine Gefühlsgymnastik scheint deine innere Schönheit zum Vorschein gebracht zu haben. Du streitst ja richtig. Und wie ich sehe, legst du auch Wert auf das Erscheinungsbild deiner Pokémon. Du hast eine gute... Was? Du hast ein Auge für Ästhetik. Warum lese ich gute? Naja. Ein gepflegtes Äußeres ist nicht nur wichtig für Menschen, sondern auch für Pokémon. Mit Make-up kann jeder selbst bestimmen, was für einen Eindruck er erwecken möchte. Es ist wie Zauberei. Lass mich mein Können beweisen und deine süßen Pokémon noch viel schöner machen. Okay. Giraffe. Girafferie. Aus dir könnte man was machen mit etwas Make-up-Magie, aber womit soll ich anfangen? Giraffe. Das ist auch so ein merkwürdiger Name, ne?
Ui, das hält schon ein bisschen mehr aus. Reflektor. Ja, natürlich greift er jetzt nicht mehr an. Und schläft jetzt. Warum pennst du jetzt? Was soll das? Warum schläfst du? Da, Aufwecker. Ist einer sich einfach schlafen gelegt? Ich glaub's nicht. So. Natürlich sinkt die Verteidigung weiter. Und Faulenz. Jetzt dauert es wieder ein bisschen. Und Faulenz. Ja, meine Verteidigung sinkt weiter. Reflektor hat oft zu wirken. Beim ersten Mal ist er deswegen wahrscheinlich auch eingeschlafen, weil er einfach keinen Bock hatte. Na, geht doch. Manchmal, ey. Aber ich will ja so kämpfen, also. Könnte ich auch anders machen, dann hätte ich aber mehr trainieren müssen. Ups. Gardevoir. Wenn ihr sicher habt, natürlich wieder. Ups. Das hat ein bisschen weh. Aha. Habe ich jetzt nur einmal, aber egal. So. Ups. Und weg. Oh, fast. Aber es greift an. Okay, paralysiert. Es kann eventuell nicht angreifen, ja. Muss hier schon Top-Trank nutzen. Weil es sonst ein bisschen blöd ist. Okay. Könnt Ladevorgang machen, ne? Aber die Attacke ist so stark. Wende dich doch nicht immer ab. Und tschüss. Oh. Okay, dann machen wir das halt so. Sehr schön. Und bye bye, Iceland. Ui. Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra, also. Deswegen heißt das Cleopatra. Na dann. Okay, das zieht nicht viel ab. Dann kann ich einmal beleben. Einen Moment. Da bin ich wieder. Aber wahrscheinlich mit Entdeckung können. Mein Hund. Tschüss. Manchmal ist das echt doof. Naja. Lorgäs. Du wirst wieder sprechen, aber mit Wassereffekt. Was? Ja, der sich jetzt hinter mir steht. Der doofe Hund. Komm, Lorgäs, Zeit für ein Umstyling. Du wirst mit einem neuen Ich wiedergeboren.
So. Aber Streichereignen. Das schon. Na, na, na. Jetzt setzt es Mondgewalt ein. Und macht mich ja fast platt. Oh. Oh. Bye bye. Iron Jackless. Jackalis. Oder Jackless? Iron Jackalis? Hm. Ja. Na na na. Nee, das reicht. Ich will ja Eisenhals nochmal wieder beleben. Ja, das sag ich auf Englisch, das sag ich auf Deutsch. Ich bin auch manchmal so doof. Und? Ah. Ja. Mundgewalt ist eine miese Attacke. Ne, 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 ne. Und weg ist es. Leider. Ah. Naja. Schauen wir mal, wie viel Friede wovon Schaden nimmt. Ich weiß das gar nicht. Okay. Hm. Nochmal. Ui. Ein Spezial. Alles klar. Aber machen wir das doch mal so. Die letzte Arena wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwerer werden. Vermute ich. So. Deine Stärke ist hier der mächtigste aller Zauber. Hm. Naja. Ich habe verloren und nicht nur das. Und sogar deine Schönheit war meiner ebenbürtig. Du bist wirklich klasse. Einfach Spitzenklasse. Vielleicht sollte ich dich unter meine Fittiche nehmen, bevor du anderswo groß auskommst. Aber zuvor muss ich wohl erstmal an meinen eigenen Fähigkeiten feilen. Wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch, Centus. Lass mich dir deinen Arena-Orden in einer ganz besonderen Pose überreichen. Alles klar. Azarila-Arena gemeistert. Der Weg der Shams. Jetzt fehlt nur noch die Eis-Arena. Da du nun 7 Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 55 leichter fangen und gehorchen auch deinen Befehlen. Und dann sind meine Pokémon aber drüber, die stärkeren. Wenn du hart trainierst, wirst du diese Attacke perfekt ausführen können. Ein Psychokinese. Yep. Ach, und eine Sache noch. Teile bitte keine Selfies, die du mit mir gemacht hast, in deinen Social Medien. Versprich es. Durch diesen schweißtreibenden Kampf ist mein Make-up jetzt bestimmt ganz verschmiert. Das muss ich so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Vielleicht steht noch der nächste Termin an. Du hast heute gut gekämpft. Bis zum nächsten Mal. Und die steht immer noch da und jubelt weiter. Alles klar. Hallo auch. Ich bin Kay. Erinnerst du dich noch? Die Arenen scheinen dir ja keine großen Schwierigkeiten zu bereiten. Okay. Hm, hoppla, stimmt ja. Ihr beide kennt euch noch gar nicht. Das hier ist Centus. Er kann so gut mit Pokémon umgehen, dass sogar der Top-Champ auf ihn aufmerksam geworden ist. Oh, na sowas. Meine Pokémon sind aber auch sehr stark. Ist das auch ein Top-4-Mitglied?
Ich frage mich, wer von euch beiden wohl stärker ist. Also, ich bin von der Top 4, also bin ich bestimmt viel besser, jawohl. Really? Du bist echt knuffig. Dieser Stöpsel hier gehört tatsächlich zu den Top 4. Ja, genau. Hoffentlich kann ich dir ganz doll bald meine Pokémon zeigen. Komm ganz schnell zur Pokémon-Liga, ja? Sie ist der höchste Punkt der Trainerkarriere. Der Trainerkarriere, genau. Da warte ich dann auf dich. Bis bald. Hey, nicht so schnell, warte. Nun, du hast Poppy gehört. Leg dich auch für sie ins Zeug, okay? Viel Erfolg. Hey, Poppy, lass mich hier nicht so einfach stehen. Okay. Dann haben wir das auch. Nee, 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 nee. Es fehlt der letzte Run. Und vorher die letzte Prüfung. So. Die Karte hat sich wieder gedreht, natürlich. Das ist so nervig, ey. Deswegen komme ich immer und so. Und bin ich immer so verwirrt, wo es angeht. Apropos Karte. Es gibt hier einen Ort. Der hier ist nicht ein nix, gar nichts. Mein Bruder vermutet halt, und ich dann auch, dass hier noch was fürs DC kommt. Dass auf jeden Fall noch ein DC kommt. Schauen wir mal. So, dann mache ich mal das. Ich habe Gespenst gerade schon wieder gehört. Beim letzten Mal, wo ich geguckt habe, hatte ich 777 Münzen. Ne, 222, sorry. Falsch. Man kann 770 auf einmal kriegen, wenn man die Truhe in der Truhenform macht. Und 5 Gespenstmünzen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So. Dann würde ich sagen, rein da. Normalerweise müsste ich zwischendurch einmal speichern und einmal beenden. Aber nö. Centus. Es ist soweit, oder? Kay hat mir erzählt, dass das deine letzte Arena ist. Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen um dich. Du schaffst es mit Links. Der Top-Champ hat dich ja auch schon im Blick. Vielleicht sollte sie und ich dich zusammen anfeuern. Das wäre doch was. Ich erwarte einen Kampf, der das gesamte Publikum vom Hocker haut. Klar, gib alles. Ja, natürlich. Wir kommen in der Montanata Arena. Okay. Einen kleinen Moment. Okay, sorry. Bevor du dich mit Arenaleiter Kruscher messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Arenaleiter? Habe ich Arenaleiterin gesagt? Egal. Deine Aufgabe wird es sein, am Schneeberg Slalom teilzunehmen. Was? Du musst auf deinen Reit-Pokémon die Piste hinunterschlittern und dabei das Ziel innerhalb des Slaloms erreichen. Die genauen Regeln werden dir am Startpunkt der Strecke neben der Arena erklärt. Geh einfach nach draußen und folge den Aufgaben links. Den Aufgang links. Viel Erfolg! Was? Was sind das für merkwürdige Aufgaben, ey? Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Okay, links den Aufgang hoch war das. Ich habe nur geguckt, weil mein Hund so neugierig in der Tür stand und in eine Richtung geguckt hat. Hätte nur wieder was gehört gehabt, deswegen.